Hallo, ich bin Carsten in Bad Salzhausen. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, ich bin hier im Kurpark von Bad Salzhausen. Bad Salzhausen liegt im Wetteraukreis, nicht weit weg vom Vogelsberg, also auch nicht weit weg von Schotten. Wir haben es Ende August. Ende dieser Woche geht in Schotten das Treffen los. Und ich hab mir halt die ganze Woche Urlaub genommen und habe mir hier in Bad Salzhausen eine Pension rausgesucht. Ja, da bin ich jetzt und von hier aus will ich ein paar Ausflüge starten. Heute gibt es eine Wanderung nach Michelnau zu einem alten Steinbruch. Bin da mal gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Und wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr dran und kommt mit. Ja, wir befinden uns jetzt hier am Landgrafenteich. Vom Landgrafenteich aus wird das große Wasserrad hier im Park angetrieben. Ich blende euch gleich mal ein Bild ein. Mit dem Wasserrad werden hier Pumpen angetrieben, wo die Sohle dann ans Tageslicht befördert wird. Ja, sorry, falls viele Windgeräusche auf der Kamera sind. Ich habe das schnurlose Mikrofon auch eingepackt, aber irgendwie hat es sich in der Tasche entladen. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Ich habe schon ein paar Mal gemerkt, dass es sich in der Tasche auch schnell mal einschaltet. Und also in der Aufbewahrungstasche, und ich denke mal, das wird jetzt auch passiert sein, weil der Kamera-Akku war voll und ich lade, wenn, dann immer beides auf, da bin ich mir sehr sicher. Naja, so, von Bad Salzhausen geht es dann erstmal rüber nach Nidda. Bad Salzhausen ist ein Ortsteil von Nidda. Ja, hier ist eine Kreuzung, hier muss ich mal auf den Navi schauen, wie es weitergeht. Ja, okay, das war relativ einfach. Geht geradeaus weiter. Ja, hier geht es in Serpentinen runter. Aber interessant, hier geht nämlich auch die Nidda-Route runter. Also hier bin ich damals auf jeden Fall nicht lang gekommen, als ich über die Nidda-Route mit dem Fahrrad nach Schotten gefahren bin. Und daran würde ich mich erinnern. Also, das hier ist schon mit dem Reiserad schon sportlich. Ne, hier bin ich definitiv nicht lang gekommen. Ja, ich bin jetzt aus Nidda wieder raus. Also bis jetzt muss ich sagen, nicht so eine tolle Tour.
Weil also bis jetzt irgendwie hauptsächlich Asphalt getreten. Und naja, also ich glaube so 4,5 Kilometer bin ich bis jetzt gelaufen. Wie gesagt, ich glaube irgendwie nur Asphalt. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, ich habe die Tour auch nicht selber geplant, habe die mir nur so rausgesucht. Naja, was soll ich machen? Jetzt gehe ich sie halt zu Ende. Ist auch kein Weltuntergang. Nur nicht so schön. Jetzt kommt hier schon ein Schild mit Vorsicht Sprengarbeiten. Unbefugten ist das Betreten des Steinbruchs verboten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier noch nicht der alte historische Steinbruch in Michelau ist. Weil wir sind ja gerade eben aus dem Nidda raus. Und in Nidda stand dann noch irgendwas von 2,5 Kilometer oder so. Aber man weiß ja nicht, vielleicht sind es ja schon die Ausläufer. Weiß ja nicht, wie groß der ist. Dann lassen wir uns überraschen. Okay, also hier sieht es tatsächlich noch so aus, als wird hier noch gearbeitet werden. Als wäre hier noch aktiv. Dann wird das nicht der Steinbruch Michelnau sein, zu dem ich jetzt unterwegs bin. Na, immerhin hat hier der Wanderweg dann endlich auch mal einen etwas angenehmeren Charakter, auch wenn man neben so einem Werk hierherläuft. Also hier wird definitiv noch gearbeitet. Oh wow, das ist ja mal ein tolles Tal. So unerwartet jetzt tatsächlich. So, jetzt scheine ich da zu sein am Steinbruch Michelnau. Ja, zu bestimmten Zeiten kann man im Internet nachschauen, gibt es hier auch Führungen. Weiß jetzt gar nicht, ob man jetzt überhaupt rein darf, weil manche Sachen, also so wie ich das verstanden habe, darf man hier schon reinschauen. Fußweg zum Steinbruch. Okay, hier ist eine Werkshalle. Und da geht der Fußweg hoch. Privatgrundstück betreten verboten. Okay, also darf man hier scheinbar teilweise anschauen. Na gut, ich da jetzt hoch. Ja, am 8. September dieses Jahr, also 24, ist wieder Tag des offenen Denkmals. Und dann ist hier am Steinbruch auch was los. Also wenn ihr da Interesse dran habt, 8. September, bin ich leider etwas zu früh dran. Na okay, also
Hier kommt es jetzt nicht rein, in den eigentlichen Steinbruch. Das ist dann wahrscheinlich, wenn sonst keiner hier ist, zu gefährlich. Aber man kann da oben hoch und an den Rand schauen. Ja, gehen wir doch da mal hin. Ja, oben an der Aussichtsplattform angekommen, haben wir hier einmal einen Blick in den Steinbruch. Und zwar ist dieser rote Stein relativ weich und man kann ja hier diese senkrechten Schlitze erkennen. Diese senkrechten Schlitze sind vom Abbau her, und zwar wird hier mittels einer Schremmmaschine abgebaut. Das kann man sich vorstellen wie eine Kettensäge für Gestein. Da wird dann halt senkrecht eingeschnitten oder einfach ein Stück abgeschnitten und der Rest dann quasi abgebrochen, wenn man so will. Ja, und da im Hintergrund sieht man auch noch einen Kran. Und das ist der größte Kran dieser Bauart. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, Deutschlands, Europas oder weltweit. Ich habe zufällig vor ein paar Tagen eine Doku hier über den Steinbruch gesehen, beziehungsweise über die Gegend hier, und da waren sie hier im Steinbruch. Aber ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. Soll auf jeden Fall der größte seiner Art sein. In welchem Umfang? Bevor ich es falsch sage, sage ich lieber nichts. Ja, ich würde sagen, ich mache da vorne auf der Bank dann mal ein kleines Päuschen, bevor ich dann wieder zurück Richtung Nidda und dann Richtung Bad Salzhausen laufe. So, ich bin jetzt noch mal ein paar Meter weiter gegangen. Da vorne war noch eine Abzweigung, wo es zum Taunusblick geht. Hier ist auch eine Bank. Ja, oberhalb von Michelnau. Ich verlasse jetzt den Steinbruch und ja, jetzt geht's wieder zurück nach Nidda. Und irgendwann soll ich auch noch am Schloss von Nidda vorbeikommen. Das wird dann jetzt wohl, denke ich mal, auf dem Rückweg passieren. Dann ist eine Schranke. Auch hier. Drumherum laufen. Ich dachte schon, ich müsste drunter herklettern oder drüber weg. Ja, wie gesagt, jetzt ab Richtung Nidda. Ja, der die Tour hier geplant hat, hat sie direkt auf Wanderwegen geplant. Ja, nicht auf Wanderwegen, auf Radwegen. Ich habe da extra mein Fahrrad nicht mitgenommen, weil ich wieder mehr wandern wollte. Naja, dann wandere ich halt auf dem Radweg. Jetzt hat man hier mal auch mal ein bisschen Aussicht, ein bisschen Fernsicht. Aber wie ihr seht, wieder Asphalt. Also eigentlich wäre es eine schöne kleine Radtour mit 13 Kilometer oder 13, ein bisschen. Bis auf da die eine Stelle kurz vor Nidda. Also da brauchst du dann schon ein Mountainbike, wenn du da runter willst. Aber sonst vom Prinzip her eigentlich eher eine Radtour. Aber egal. Dafür gibt es ja dann doch die eine oder andere schöne Ecke zu sehen.
Also das entschädigt dann schon. Ja, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Bin ja am Schloss Nidda. Und steht da Privatgrundstück betreten verboten. Hätte ich mir ja gerne zumindest ein bisschen was angeschaut. Das habe ich nicht gewusst. Ich meine, okay, wenn hier jemand wohnt, klar, kann ich verstehen. Hätte ich auch nicht gerne. So, da unten kommt jetzt langsam wieder Bad Salzhausen in Sicht. Nidda war für mich, also zumindest echt essenstechnisch, ein Reinfall. Ich habe bis jetzt nichts zu essen gekriegt. Auf der ganzen Strecke gab es irgendwie nichts. Ja doch, es hätte was gegeben, aber Pizza ist jetzt nicht so mein Ding. Beziehungsweise da war der Laden, der war auch komplett voll. Ja, und Döner-Pizza esse ich erst recht nicht. Also so Imbiss-Buden-Kram, da hatte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ja, dann muss ich mal gucken, dass ich hier in Bad Salzhausen was kriege. Sonst habe ich ein Problem, weil es Sonntag. Dann kann ich mir noch nicht mal irgendwo ein Brötchen holen. Ja, wie gesagt, gar nicht so eine tolle Tour. Ja, hat ein paar nette Abschnitte wohl gehabt, aber die Straße bzw. Asphalt überwiegt wirklich. Ich würde mal sagen, über 90%. Da hatte ich überhaupt nicht drauf geachtet, als ich mir die Tour hier rausgesucht habe. Ich habe einfach nur geguckt, jo, den Steinbruch wolltest du eh angucken. Dann nimmst du den Weg, aber würde ich wirklich nicht empfehlen nachzugehen. Ich werde den trotzdem verlinken. Weil ich sag mal, ein Fahrrad kann man durchaus mal machen. So eine kurze Strecke so mit dem Fahrrad durchaus in Ordnung, weil ich sag mal, die Landschaft an sich ist ja auch ganz gut. Nur halt so zum Laufen. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.